Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Phasmophobia. Heute wieder mit der Sandra, der Bianca und der Carina. Unsere Aufgabe Hallo. Ist es, alle Sidequests zu erledigen, bevor wir anfangen, den Geist zu identifizieren. Also einmal muss die Tafel 2, 3, 4 abgearbeitet sein, sowie Knochen gefunden, Witcherbrett, wenn möglich, und ein Geisterfoto. Und dann fangen wir erst an, den Geist zu identifizieren. Im besten Fall sind wir bis dahin nicht gestorben. Charles Miller ärgert sich drüber und ja, wir fahren dann in den wohlverdienten Feierabend. Jawohl. Let's go. Auf. Hast du Schlüssel mit? Brauche ich denn? EMF brauche ich ja nicht. Was brauchen wir denn? Doch, EMF-Reader ist Aufgabe. Den schalten wir einfach mal an, weil handeln wird er wahrscheinlich sowieso in der Zeit. Okay, Kruzifix und während einer Jagd mit einem Räucherstäbchen. Perfekt, hier haben wir schon alles mitgenommen. Okay, dann nehme ich noch ein Kruzifix. Was ist denn hier los? Ihr seid doch schon wieder drin. Ich hab's Luigi. Dann bringe ich den EMF-Reader mit rein, dann können wir die Aufgabe gleich abschließen. Bis jetzt waren wir doch gar nicht im Haus. Wir sind schon wieder gleich fertig. Hallo. Also ich klappert die hier rum oder was? Ja, da hinten. Ja. Für die EMF-Aufgabe? Irgendwo hier. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Hier. Ja, ich hab's gewusst. Entweder er ist hier im Gang oder in der Garage. Also das hat keiner von den anderen gesehen. Was hast du gewusst? Nix. Alles gut. Wie alt bist du? Okay. Dann wie weiß ich alt bist du? Ja. Wie alt bist du? Wenn der schon so anfängt, ne? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geisterfoto. Habt ihr den Geisterraum schon? Gib uns ein Foto. Ja, das muss hier sein. Ah ja, okay. Also ich hatte darauf jetzt keinen Einfluss. Na? EMF Event für die Zusatzaufgabe hätte ja auch jetzt beim Türbewegen instant ein EMF 5 sein können. Wasser. Wo steppt er denn, der Kollege? Ja, das ist es. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe Angst. Komm schon. Stimmt gar nicht. Wow. Wo bist du? Halt, hier steppt ihr auch gerade. Ist das ein Ganggeist? Hier im Gang. Ja, das ist ein Ganggeist. Ja. Hier im Gang hat er gesteppt. Ich habe Angst. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Wo bist du? Ich habe Angst. Angst. Ja, schmeißt du das Zeug? Irgendwo schmeißt du. Gib uns ein Zeichen. Garage? Garage schmeißt er. Und ein was ist das für einer? Ja gut, könnt ihr Uni einloggen, fahren wir los. Gib uns ein Zeichen. Ich zeige dich. Ja, so safe Uni, ey. Ey, wir hatten gestern einen Revenant, der hat genauso viel Zeug rumgeschmissen. Hat er? Habt ihr die Grundtiefixe mitgenommen? Hat er, wie Sau. Hallo? Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Wo ja, bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Doch ein Zeichen. Wer räuchert dann wir beim Hand? Bist du? Immer der, wo fragt. Ich. So. Ja, ich hab nur gesehen, dass jemand schon Zeug ja, mitgenommen hat. Okay. Ich hab die Sachen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Zeige dich. Warte, da raus, da kommt. Wo bist du in der Wand? Jo. Wo bist du? Jo. Ich glaub, der ist in der Zeige Wand. Dich. Der ist in der Wand? Knock, knock. Zeige dich. Ja, zwischen Badewanne und. Hallo, Badewanne. Bist du da? Badezimmer. Ach, du Kacke. Ja, aber ich komme. So, komm mal her, du Geistli. Wo? Gang.
heißt der Lee? Garage. Der kommt nicht zu mir. Wenn den Klavierraum. Wenn das ein schneller Geist ist, Leute. Dinkerle, komm mal her. Speise ich mir deinen Arsch. Hier hinten bin ich. Komm her. Komm her. Dann geh doch mal einen Schritt vor. Geh vor. Oh, jetzt kommt er. Scheiße, ich glaube, ich hab's nicht. Hör dir kurz Herz. Bist du wieder raus? Der war draußen. Du hast ein Geisterfoto gemacht. Du hast ein Geisterfoto gemacht, Alter. Echt? Hat es gezählt? Ja, Mann. Lol. Like a boss. Oh, wer ist tot? Geil. Habt ihr ein Geisterfoto? Ja. Kruzifix ist auch erledigt. Ja, perfekt. In der Garage. Gott, wollen wir mal gucken. Wo bist du? Der mit dem Räuchern geklappt hat. Wo bist du? Huhu. Komm her, ich bin dir dein Obi. Lass mich halt. White for this clean. Nice. Ah, shit. So. Dann fangen wir mal an mit den Beweisen. Also das hier sieht ja mal voll nach EMF5 aus, ne? Auf geht's. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Schreib ins Buch. Da war er jetzt aber im Bad bei der Box. Okay. Schreibe in das Buch. Trotz eingeschaltetem Licht? Trotz eingeschaltetem Licht. War ein Foto zu viel. Scheiße. Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Schreibe in unser Buch. In unser Buch. Also Bianca hat gesagt, das Licht war aus, wo sie mit der Box geredet hat. Oha. Oha. Schreib ins Buch. Licht auf dem Licht. Schreib da rein. Ah, das haben wir auch schon. Orb. Alarm. Hallo. Hallo. Ich habe kein weiteres Item dabei jetzt. Ich habe das Buch reingeschmissen, aber da ist er nicht vorbeigelaufen. Was für ein fauler Hund. Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Schau mal, der ist da im Bad gesteppert. Der hat hier ist der irgendwo gespawnt. Ist der denn gesteppert? Der ist gerade eben schon im Bad gespawnt. Ja. Der ist mir voll in mein Salz reingelaufen. Schreibe in das Buch. Ich hätte ihn fotografiert. Nice! Haben wir schon Beweis? Nö, außer die Box. Vielleicht. So. Der EMF 5, ja, okay, habe ich vergessen. Ja. Da fehlt nur noch einer. Hast du ein Orb?
Aber ich sehe kein. Ne, ich sehe nichts. Andere Seite? Ja, wow. Entschuldigung. Sven hat gesagt, das ist ein Uni von Anfang an, also ist ein Uni. Ich habe nur gehört, wie er sagte, oh ja, ich wusste es. Ja, und dann ja, wusste ich, okay. Mensch. Janka. Sven, du bist so leicht durch den Raum. Was denn? Alarm. Dann brauchen wir aber ein Geisterbuch. Minions. Ja, ich hab's gesehen. Das ist gut, ne? Voll. Ich bin zu alt dafür. Ich war ja in der freiwilligen Feuerwehr. Und dann ist unsere Sirene aufgefallen beim Einsatz. Ihr könnt dann haben wir einloggen. Ei! Nein! Glaubt mal halt. Ich wollte gerade fotografieren, hat er es gehuntet, ey. Ja. Irgendjemand hat vorhin mein Buch, wo ich ins Bad getan habe, in den Gang geschmissen. Wer war denn das? Böser Mann, du! Ja, easy game. Ich sage, wir hätten schon vor dem ersten Hand hätten wir schon einloggen können und losfahren. Okay. Ja, wir brauchen Cash in the Dash. Cash in the Dash. Ja, genau. Hast recht. So. Easy. Oh. Perfekt. Jo, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, haut rein und tschüss.